Das ist GBL, in der Szene G genannt. Ein chemisches Reinigungsmittel. Eigentlich ungenießbar, doch verdünnt mit Eistee wird es im Körper zur Droge. Das ist eigentlich eine ganz gute Menge. Man würde jetzt hier rein dosieren, dann würde man den trinken und direkt sofort nochmal ausspülen und dann nochmal ausspülen, bis es nur noch nach Eistee schmeckt und man hat Lust zu tanzen, man ist irgendwie animiert. Menschen sehen attraktiver aus, man fühlt sich selber attraktiver. Doch das Fiese an G, nur 1 Milliliter zu viel und alles wird anders. Ich bin kollabiert. Ich hatte zu viel, bin komplett abgekackt und dann wurde ich vom Krankenwagen abgeholt und bin im Krankenhaus wieder aufgewacht. Ihr kennt G vielleicht als K.O.-Tropfen, doch immer mehr wird das Zeug zur Partydroge. Die Clubs machen sich große Sorgen. Und auch selbst die aufgebrühtesten Türsteher lässt es meiner Erfahrung nicht ganz kalt, wenn da eine Person zuckend auf der Liege dann aus dem Club getragen wird und in den Krankenwagen gebracht wird. Und ich stelle mir auch oft die Frage, ist das wirklich die Art des Feiern, die ihr wollt? Es ist ein offenes Geheimnis. Für viele gehören Drogen zum Feierngehen dazu. Doch bringt G diese Clubkultur an ihre Grenzen? Es ist gar nicht so leicht, Leute zu finden, die einem über ihren G-Konsum erzählen. Wir können jetzt gleich endlich eine Person treffen, nachdem ich irgendwie wochenlang mit Leuten gequatscht habe. Aber dafür habe ich ein bisschen Sachen mitgemacht, um die Person anonym zu machen. Also Mütze, Handschuhe, hier sind noch Sonnenbrillen drin und eine fette Jacke mit Kapuze. Ich treffe Nathalie. Sie heißt eigentlich anders. Ihre Stimme sprechen wir auch nach, denn sie will keinesfalls erkannt werden. Also ich bin schon länger in der Clubszene unterwegs und habe eigentlich auch alle möglichen Drogen konsumiert oder ausprobiert und bin auch fast jedes Wochenende eigentlich in den Berliner Clubs unterwegs. Ich habe mich ziemlich lange dagegen gesträubt, G zu nehmen, auch weil ich ziemlich oft Leute darauf abschmieren habe sehen. Hab's dann aber doch mal probiert und dann war es halt ziemlich toll. Ich bin eigentlich sehr introvertiert und auch irgendwie gerade in so neuen Umgebungen eher ein schüchterner Mensch. Mit mir hat das dann schon was gemacht und man hat einfach so ein krasses Selbstbewusstsein und auch so ein krasses Körpergefühl. Ich habe gelernt, meinen Körper ganz anders selbst wahrzunehmen und einzusetzen, gerade beim Tanzen. Das ist alles irgendwie mehr auf so einer sexy Ebene geworden. Also ich habe schon viele andere Drogen probiert und es ist auf jeden Fall kein Vergleich zu anderen Partydrogen. Doch bei G gibt es ein entscheidendes Problem. Wenn man zu schnell nachlegt oder auch nur ein bisschen überdosiert, kann die Wirkung kippen. Ich war allein in der Klokabine und habe dann eben diese finale Dosis genommen. Irgendwie wurde ich immer träger und bin dann quasi so in mich zusammengesackt. Eigentlich ist ja die Vorstufe von ohnmächtig werden, dass man ziemlich zappelig irgendwie kollabiert. Bei mir war es ein bisschen so ein Zwischending. Also ich bin wohl ziemlich in mich hineingefallen, habe mich dann aber übergeben und habe meine Freunde auch komplett vollgekotzt. Bis sie sich halt nicht mehr zu helfen wussten und dann auch den Türsteher gerufen haben. Und die Türsteher haben sich dann um mich gekümmert und dann auch den Krankenwagen gerufen. Mit dem Stempel noch auf dem Arm von meinem Lieblingsclub aufzuwachen und zu hören, sie sind wegen einer Überdosis GBL hier, das hat was mit mir gemacht. Und einfach dieses Gefühl, das war so beschämend. Wenn man sich umhört in der Partyszene, gibt es viele solcher Absturzgeschichten durch G. Eine Freundin von mir erzählt sogar von einem Todesfall in ihrem Bekanntenkreis. Wie oft Leute im Krankenhaus landen oder sogar sterben, ist unklar. Der G-Konsum lässt sich 12 Stunden später im Blut nicht mehr nachweisen. Deswegen läuft das G-Thema lange Zeit unter dem Radar. Bis zu einem Todesfall im Sommer 2021 in einem Berliner Club. Auf einmal schlagen die Clubs Alarm. In ganz Berlin hängen gerade diese Plakate hier, wo immer groß draufsteht No GHB. Also hier zum Beispiel Love Clubs, Hate GHB oder Don't Kill the Vibe. Oder hier ist auch direkt vom Ritter Butzke kein Platz für GHB im Ritter Butzke. Ein relativ bekannter Club in Berlin. Und das ist schon heftig, diese Plakate findet man gerade eigentlich in der gesamten Stadt. Dort gibt es 2 große Plakatkampagnen von Berliner Clubs, auch von der Clubkommission, die sagen,
lasst die Finger weg von GHB, wir wollen diese Droge nicht in unseren Clubs. Auf den Plakaten ist immer von GHB die Rede. Das ist der Wirkstoff selbst, der im Körper als Droge wirkt. GHB ist wie andere Drogen verboten. Die meisten nehmen deswegen GBL, das man halblegal als chemisches Reinigungsmittel kaufen kann und das im Körper zur Droge GHB umgewandelt wird. Dass so viele Berliner Clubs, die in Sachen Drogen sonst eher ein Auge zudrücken, so eine Kampagne starten, gab es noch nie. Ich melde mich beim About Blank, einem Berliner Club, wo ich selbst gern feiern gehe. Hier hat man die Anti-G-Kampagne nicht unterstützt. Probleme gibt es trotzdem. Also das ist der Ort, wo man oft Leute auf G findet. Das ist der Ort? Ja, da findet man oft. Der ist so ein bisschen versteckt. Da sind Leute, wenn hier getanzt wird, sieht man es nicht richtig, wenn der Dancefloor voll ist. Das ist was, wo sich halt gerne mal hingesetzt wird, wenn es einem vielleicht auch nicht so gut geht. Und dann sowas, was wir sozusagen bei unseren Runden immer extra noch mal mit auf dem Schirm haben, da vorbeizugucken. Ein Türsteher, der hier oft Dienst hat, führt mich zusammen mit zwei Blank-Leuten durch den wegen Corona geschlossenen Club. Normalerweise kommt man einfach zum Feiern her. Ich dagegen bekomme nun einen seltenen Einblick, wie in einem Club mit Drogennotfällen umgegangen wird. Also grundsätzlich auf unseren Runden leuchten wir einmal kurz mit der Taschenlampe hier unter diesem Spalt durch, gucken eben, ob eine Person dort liegt. Wenn die Tür sich nicht öffnen lässt, weil vielleicht mit dem eigenen Körpergewicht die Tür blockiert wird, klettern wir rüber. Das üben wir tatsächlich auch in sogenannten Szenarientrainings, wie wir möglichst schnell in die Toilette reinkommen, die Person dort bergen können. Im Blank wird man wegen einer Überdosis G nicht einfach aus dem Club geworfen, sondern es wird sich gekümmert. Direkt neben der Eingangstür befindet sich ein Notfallraum. Hier können wir dann Leute betreuen. Wir haben dann Decken, die wir ihnen geben können. Wir können das Licht auch ein bisschen ausmachen, wenn vielleicht irgendwie eine Reizarmut gerade angesagt ist. Uns ist schon klar, dass man auch von Ecstasy zum Beispiel, dass man hier sehr gefährdet oder sich sehr gefährden damit kann bei einer Überdosierung. Aber doch ist unsere Erfahrung, dass gerade GHB mit Mischkonsum Alkohol das ist, wo wir hier Leute sehr, dass wir in einer Ohnmachtssituation zum Beispiel haben. Und auch selbst die abgebrühteste Türsteherin, den abgebrühtesten Türsteher, lässt es meiner Erfahrung nicht ganz kalt, wenn da eine Person zuckend auf der Liege dann aus dem Club getragen wird und in den Krankenwagen gebracht wird. Und so haben wir, glaube ich, schon auch eine sehr spezielle Perspektive darauf, dass wir einfach sagen, das ist eine Droge, die einfach sehr, sehr gefährlich werden kann. Die Clubs versuchen deswegen, den Gästen schon an der Tür die Glasflaschen mit G abzunehmen. Doch die Droge aus dem Club rauszuhalten, funktioniert einfach nicht. Wenn ich jetzt mit Leuten gesprochen habe, die jetzt irgendwie erzählen, wie sie GHB in den Club bringen, da spielt das schon eine große Rolle, das sich zum Beispiel anal oder vaginal einzuführen. Genau. Jetzt aus deiner Sicht, das kann man wahrscheinlich nicht verändern, oder? Aus Türstehersicht? Ich glaube, das können wir tatsächlich nicht verändern, weil, also wenn wir das machen würden, dass wir jetzt irgendwie in Körperöffnungen gucken würden, ich würde diesen Job nicht mehr machen wollen. Also, weil das ist doch so ein Eingriff in die Intimsphäre des Gegenübers, dass ich sagen würde, dass dafür steht auch eine Clubkultur nicht. Es gab es schon allerdings, dass wir Notfälle hatten, dass Leute Probleme hatten, das wieder rauszubekommen und dann entsprechend auch ärztliche Hilfe geholt werden mussten. Okay, was heißt Probleme? Also die haben es nicht mehr ausscheiden können. Okay. Und haben sich dann glücklicherweise trotzdem an die Tür gewandt, nach der Frage um Hilfe. Es ist wie in Berlin, Anomalie. Im Blank wird G vermutlich besonders dann konsumiert, wenn sexpositive Partys stattfinden, wenn Leute beim Feiern also offen Sex haben können. G ist eine Droge, die solche sexuelle Offenheit möglich macht. Ich habe eine Erinnerung hier an den Club, das ist jetzt auch schon etliche Jahre her, das war glaube ich mal bei Homopathic. Da habe ich hier getanzt und da oben war kein DJ-Pult, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, sondern da war wie so eine Bühne und da haben zwei Leute miteinander gevögelt. Ich habe auch mal einen Kumpel gefragt, was denn so geil an GBL ist und er hat es so zusammengefasst, na pass auf, stell dir vor, du befindest dich wie beim Sex auf dem Weg Richtung Höhepunkt. Und du übertrittst aber diesen Höhepunkt nicht. Du kommst nicht zum Orgasmus, du befindest dich immer genau an dieser Schwelle und kommst aber einfach nicht drüber. Und dann denke ich mir, krass, wenn das Gefühl ist, was GBL hervorrufen kann, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das geil sein soll. Doch für die Clubs ist gerade das mega heikel. Weil G sexualisiert, wird es auch als K.O.-Tropfen missbraucht. Täter tropfen die Flüssigkeit unbemerkt in ein Getränk und vergewaltigen das wehrlose Opfer.
Aber da wird einem schon auch anders, wenn man eine Toilette, in der geschrien wird, aufmacht und da drin ist eine Person, die nicht genau weiß, wie es ihr gerade geht, schreiend zusammengekauert dort liegt, weil der Person offensichtlich was ins Glas gemacht worden ist. Und das sind die Fälle, wo wir mitbekommen, dass was schiefgelaufen ist. Und ich frage mich schon auch, wie oft ich zwar Leute, die einen Club verlassen, frage, ob alles in Ordnung ist, aber wer da vielleicht trotzdem rausgegangen worden ist und vielleicht nicht ganz mit dem eigenen Willen dort dann mit ins Taxi gestiegen ist mit jemandem. Das sind schon so Fragen, die stelle ich mir im Clubbetrieb. Der Ruf von G ist also richtig mies, weil es als K.O.-Tropfen missbraucht werden kann und weil Leute sich aus Versehen überdosieren und im Krankenhaus landen. Keiner will damit in Verbindung gebracht werden. Warum wird es dennoch in Massen konsumiert? 3 Monate lang suche ich nach aktiven G-Konsumenten, die vor der Kamera sprechen wollen, bis ich endlich auf eine Gruppe stoße, die mitmacht. Weil wir nicht bei ihnen zu Hause filmen können, organisiere ich für den Dreh eine Berliner Bar. Nur 2 aus der Gruppe wollen schließlich vor die Kamera, mit Mütze, Maske und nachgesprochener Stimme. Sie haben G dabei, überlegen noch, ob sie es später nehmen. Beim Dreh machen sie mit, um das Tabu um G zu brechen und aufzuklären und bitten mich, einen Arzt mitzubringen. Ich lade Martin Viehweger ein, der sich besonders bei Partydrogen gut auskennt. Das ist eigentlich eine ganz gute Menge, die Leute benutzen würden, um eine Dosis sozusagen aufzulösen und dann zu trinken. Weil du merkst recht schnell, wenn ich das ganze Glas voll mache mit Eistee und die gleiche Dosis reinmache, dann schmeckt das ganze Glas scheiße. Und das ist immer noch so potent, dieser ekelhafte Geschmack, dass dann alles so eklig ist, so viel ekelhafte Flüssigkeit will ich gar nicht trinken. Das heißt, ich versuche irgendwie so einen Middle Ground zu finden, wo das halbwegs erträglich runtergespült wird, aber ich nicht massenhaft ekelhaftes Wasser trinken muss. Und dann gibt es entweder die Pipetten an den Flaschen, die markiert sind, oder genau, ich habe auch so eine Spritze mit. Und also man kann auch so eine Spritze sich besorgen. Mit Pipette oder Spritze wird die genaue Menge dosiert und dann ins Getränk gegeben. Noch bleiben beide nüchtern und beschreiben mir in der Theorie, was G mit ihnen macht. Lichter sind schön, Farben sind schön, Menschen sehen attraktiver aus, man fühlt sich selber attraktiver und man hat Lust zu tanzen, man ist irgendwie animiert, kommunikativ, weniger Angst vor Fehlern. Das ist auch wunderbar, wenn man nochmal so 1-2 Stunden bleiben will. Wenn man dann Speed ziehen würde, könnte man die nächsten 6 Stunden nicht schlafen. Wenn man aber ein bisschen G nimmt, dann ist man nochmal so eine Stunde richtig gut drauf, aber nach 1,5 Stunden ist es dann auch vorbei. Und dann kannst du schlafen, dann kannst du essen. Viele Sachen, die du auf anderen Drogen nicht machen kannst. Das klingt jetzt einfach alles total positiv. Du sagst sogar verlässlich. Das ist ja auch was, wo man bei Drogen eher tendenziell oft Angst vor hat. Sogar bei Alkohol, wisst ihr nie genau. Mhm. Haut es mich heute um oder nicht so? Mhm. Wo ist so das Aber? Wo ist so der Haken? Ich würde sagen, also ein großes Problem ist, dass die Droge, also als Partydroge, nur dann gut funktioniert, wenn man Kontrolle behält über das Timing und die Dosis. Und Kontrolle behalten in einem Kontext, wo es eigentlich um Loslassen geht, ist irgendwie schon mal widersprüchlich. Also wenn man sich entscheidet, dass man auf der Party G nehmen will, dann muss man aufpassen, dass man kein Ketamin nimmt, dass man nicht trinkt und dass man sozusagen immer irgendwie den Timer stellt und die Dosis richtig kontrolliert. Und da kann vielleicht auch mal was schief gehen. Wenn es schief geht, jemand ohnmächtig wird, passiert das häufig sehr überraschend. Man hat sich extra einen Timer gestellt, um nicht zu schnell zu viel G nachzulegen. Doch was manche vergessen, ist die Wechselwirkung mit anderen Drogen, die man vielleicht noch genommen hat. Vielleicht habe ich irgendeine stimulierende, eine Upper-Substanz konsumiert, die vielleicht eine Halbwertszeit von 6-8 Stunden hat. Aber in dem Moment, wo ich die tragende Substanz, die mich aktiviert hat, nicht mehr habe, mich verloren hat, reicht dann das eine Mal G, um mich voll halt abfahren zu lassen, weil ich es nicht mehr auf dem Schirm habe, dass er die andere Halbwertszeit gerade eben eingeschlagen hat und mich mein Kokain verlassen hat oder mein Speed verlassen hat. Dann wirkt das G nämlich plötzlich auf einem leeren Blatt Papier viel stärker und intensiver. Das heißt also, wenn Speed oder Kokain dich nicht mehr pushen, kann G dich auf einmal besonders doll runterziehen. Wenn das passiert, jemand ohnmächtig wird, hat sich in der Partyszene eine interessante Reaktion etabliert. Ich habe laute Male gesehen, wie Leute quasi anderen Menschen Speed quasi in die Nase führen, wenn die in diesem Zustand sind. Das ist auch irgendwie ein bisschen consentmäßig fragwürdig so,
Und ich glaube, es geht wirklich darum, so, ey, du musst dich zusammenreißen, weil sonst fliegen wir hier raus. Wir erleben das auch oft im Party-Setting, dass Menschen dann plötzlich sagen, hey, gib ihr mal schnell ein bisschen Kokain oder gib dem mal schnell im Po irgendwie ein bisschen Speed. Wir raten extrem davon ab. Wir wissen nicht, welche Kondition diese Person halt hat, was sie halt schon durchgemacht hat und ob es dann nicht zu also lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen mit einem Herzinfarkt kommen kann, die man natürlich in so einem Party-Setting A übersieht und B auch gar nicht gehandelt bekommt. Dazu kommt auch noch, vielleicht schmiert jetzt diese Person dadurch eben nicht mehr ab und vielleicht hat sie auch keinen Herzinfarkt. Aber ich kriege sie leider auch nicht aus der Party raus, sondern für sie ist dann die Party nämlich immer noch weiter am Gehen, weil sie hat ja gerade eben nochmal nachgelegt. Und ich finde, in dem Moment, wo man eigentlich am Abschmieren ist, sollte man sich eher überlegen, ob man mal eine ordentliche Pause einlegt. Eine aus der Gruppe berichtet, dass sie statt Speed eine Zitrone holt, wenn jemand abschmiert. Die Idee mit der Zitrone ist vor allem auch, dass man bestimmte, sagen wir mal, psychoaktive Prozesse, die vielleicht gerade eben stattfinden, einmal so durchbrechen, dass die Person wie so klarer wird. Auch Eiswürfel finde ich immer eine gute Idee und vor allem auch Wasser, egal ob es getrunken wird oder wenn es halt nicht getrunken werden kann, von mir aus auch irgendwo am Gesicht, von mir aus auch über den Kopf. Wenn man all das so hört, könnte man meinen, ja, dann lass das halt sein mit diesen Drogen. Tja, wenn das mal so einfach wäre in unserer anstrengenden Welt. Das heißt, ich habe vielleicht wochenlang harte Arbeit, ich habe einen Wahnsinnsleistungsdruck, ich muss total viel erfüllen. Das stumpft ja auch ab unter der Woche. Und jetzt plötzlich habe ich diesen einen Samstag, jetzt muss es funktionieren, jetzt kann ich endlich rausgehen, jetzt ist diese eine Party da. Und jetzt soll ich plötzlich A, selber sexuell mich attraktiv empfinden, jetzt soll ich B, all die anderen Menschen, die da sind, auch noch sexuell stimulierend finden. Das erfordert schon sehr viel, da einfach so den Schalter umzulegen. Und das beantworten halt viele Menschen damit. Und warum G? Weil genau G da ein sehr zuverlässiger Schalter ist für genau diese Dinge. Und dann nehmen die beiden tatsächlich noch G. Das machen sie alle paar Wochenenden, manchmal häufiger. G kann wie alle anderen Drogen abhängig machen. Die Entzugserscheinungen können heftig sein. Wie viele Menschen davon abhängig sind, wird nirgendwo erfasst. Wie die Droge für die beiden heute wirkt, werde ich nicht mehr mitbekommen, denn wir sind schon fast am Ende unseres Treffens. Ich habe nun verstanden, warum G trotz aller Risiken beim Partymachen so beliebt ist. Aber die Probleme für die Clubs sind ja auch verständlich. Deswegen will ich von den G-Konsumenten zum Schluss noch wissen, ob die Droge der Partyszene nicht doch zu sehr schadet. Also, ich möchte darauf antworten, dass mich diese Frage auch beschäftigt. Kann ich das vertreten, das in diesem Kontext zu machen? Und ich habe mir sozusagen bestimmte Verhaltensweisen angewöhnt, um das besser mit meinem Gewissen vereinbaren zu können. Zum Beispiel, ich gebe von meinem G nichts mehr ab an Leute, wo ich nicht weiß, was die genommen haben. Ich bin immer der, der, wenn in der Toilette genommen wird, die nervigen Fragen stellt. Also, hast du einen Timer? Weißt du genau, was hast du noch genommen? Also, ich habe mich einfach entschieden, da diese nervige Rolle einzunehmen. Aber ich bin seit 12 Jahren in der Clubszene unterwegs und ich beobachte auch viele Entwicklungen schon auch kritisch oder mit Sorge. Also Menschen sind halt anders drauf. Wenn sie ein bisschen zu viel haben, werden sie halt unangenehm und manchmal ein bisschen übergriffig. Es gibt auf einmal Toilettenschlangen. Die gesamte Clubnacht über steht man ewig an, um auf Toilette zu kommen, weil die Leute halt alle 45 bis 70 Minuten sich wieder neu anstellen. Das gab es früher halt auch nicht. Es war halt viel entspannter, auf Toilette zu gehen. Und auch die Clubs, die dann mehr Toiletten gebaut haben, das hat überhaupt nichts gebracht. Es ist trotzdem überall eine Toilettenschlange. Das nervt mich wahnsinnig doll. Auch in den Clubs wird gerade in der Corona-Zeit enorm viel diskutiert. Helfen Anti-G-Plakate, wenn die Droge dennoch im Club landet? Verdrängen Hausverbote das Problem nur an andere Orte? Ich erlebe schon eine große Verunsicherung bei Partyveranstaltenden, weil einfach der GHB-Konsum zugenommen hat. Und ich stelle mir auch oft die Frage, ist das wirklich die Art des Feiern, die ihr wollt? Ist das wirklich dieser Freiraum, den ihr wollt, dass wir 7-mal an einem Wochenende einen Krankenwagen rufen müssen, wenn nicht genau wissen, haben wir lebensbedrohliche Zustände? Deshalb kann ich dieses
wir wollen das nicht drin haben, wir wollen diese Droge nicht haben, sehr gut nachvollziehen, diesen Impuls, er führt halt leider zu nichts. Und ich glaube, die Diskussion, die wir jetzt gerade führen müssen, ist, was hilft denn eigentlich? Weil einfach nur das Verbieten hilft offensichtlich nichts. Es gab ein Angebot aus einem Club in Leipzig für die Konsumentinnen, die durch Überdosierung halt aufgefallen sind. Ihr geht jetzt quasi in die Nachhilfe und informiert euch darüber, wie diese Droge funktioniert und was sie für Auswirkungen hat. Und erst wenn ihr daran teilgenommen habt, dürft ihr wieder in den Club kommen. Das fand ich tatsächlich einen guten progressiven Ansatz. Für mich klingt das gut, eine Art Führerschein zum Drogennehmen. Ich persönlich bin auch kein Fan von Verboten, denn Drogen werden so oder so konsumiert. Wenn man G aus dem Club verdrängt, wird es eben woanders genommen. Bei der Recherche höre ich von vielen Privatpartys, wo vollkommen unkontrolliert G konsumiert wird. Bei einigen verlagert sich der Konsum sogar in den Alltag. Und wer einmal abhängig wird, kommt davon noch schwieriger los als von Alkohol. Wie sieht Nathalie das, nachdem sie durch G im Krankenhaus gelandet ist? Also ich finde es super wichtig, dass man darüber aufklärt, statt es totzuschweigen oder so. Diese Null-Toleranz-Politik, die halt in vielen Clubs herrscht oder auch an vielen Orten in Berlin, die bringt eigentlich niemanden weiter. Und ich finde es umso wichtiger, dass man darüber aufklärt, dass Leute es wenigstens gewissenhaft konsumieren, statt dass sowas passieren muss. Weil es gibt ja auch so Hausverbote und so, wenn Leute erwischt werden. Du hast auch schon mal Hausverbot bekommen? Genau, ich hatte dann Hausverbot. War das sinnvoll oder so aus deiner Sicht? Oder? Aus meiner Sicht war es schon sinnvoll, weil es halt mein Lieblingsclub war und ich durfte auf einmal nicht mehr dahin gehen. Das hat mir schon zu denken gegeben und war auch einer der Punkte, die dann dafür gesorgt haben, dass ich es jetzt nicht mehr nehme. Ich werde an dem Thema dranbleiben und bald im Podcast vom Y-Kollektiv mehr über den Alltagskonsum von G sprechen. Meldet euch bei mir, wenn ihr davon berichten wollt. Die Mailadresse gibt's in der Infobox. Und hier verlinke ich noch ein Video, in dem Ariane Alter in der Puls-Reportage K.O.-Tropfen ausprobiert. Da könnt ihr erfahren, wie man Warnsignale erkennt.